Moin Moin, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Monty spielt World of Tanks. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich überlege mir einen neuen Panzer zuzulegen. Ich habe das auch schon gemacht. Den seht ihr in dieser Partie noch nicht. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne den Sherman Firefly oder den Sherman 3 der Briten. Aber den Sherman 3, weil ich damit auf den Firefly komme, weil ich den Firefly einfach geil finde. Also gesagt, getan, ich gehe den Briten Weg. Heißt aber, ich muss auch ein paar britische Panzer mit. Ah, nein! Ah, das war knapp. Mir zulegen natürlich. Gut. Den ersten kriegt man kostenlos. Da muss man ein paar Packages dann kaufen, um sich dann den zweiten zu kaufen. Ich habe mir auch den zweiten geholt. Ah, fahren wir ein bisschen bergab. Und habe nun. Upsa. Den ersten und den zweiten Britenpanzer. Ich glaube, den ersten habe ich schon wieder verkauft. Ja, den ersten habe ich schon wieder verkauft. Und habe jetzt also den zweiten Britenpanzer. Werde den jetzt auch nochmal aufwerten müssen. Konnte mir aber die nächste Aufwertung nicht kaufen, weil mir dafür ein paar XP fehlten. Aber das sollte kein Problem sein, da über freie XP ranzukommen. Und deswegen kann ich erstmal mit meinen Standardpanzern weiterspielen. Den habe ich leider nicht ausgeschaltet. Geht nicht auf mein Konto, aber ich habe ihn getroffen. Und mit den freien XP kriege ich natürlich auch die kann ich natürlich auch die Panzer erforschen. Und jetzt kann ich so lange mit anderen Panzern spielen, bis ich sozusagen den Charmin spielen kann. Hätte doch was, ne? Würde ich mal so sagen. Verdammt. Da versuchen sie uns zu umgehen, die Schweine. Ne, doch nicht. Hatte gedacht. Na. Ja, habe ich gesehen. Ups. Oh, fuck. Nein! Verdammt! Verdammt! Ah, schade. Das war jetzt ärgerlich. Aber gut. Ich hätte vielleicht weiter unten zielen sollen und nicht auf den Turm, aber. Ach ja, was soll's. Machen wir weiter. Ich glaube, unter mir wird auch schon wieder gezockt. Es brummelt und ballert da unten wieder. Ich habe auch letztens gesehen, dass der Fernseher so ungefähr 5 cm unter dem. Also ich habe da letztens hochgeguckt, als ich nach Hause kam und sah so, oha, der Fernseher, den die haben, der hängt unter der Decke und ungefähr 5 cm unter meinem Sofa. Und ich frage mich immer, warum ich den Fernseher dort so laut höre. Jetzt weiß ich warum. Weil er 5 cm über meinem Sofa. Na, siehst du, habe ich noch gar nicht verkauft. Unter meinem Sofa hängt ungefähr. Jutak. Ach, das wollte ich noch, ne? 188 fehlen mir noch. Immer noch. Immer noch. Ah, ich glaube, dann rollen wir einfach mal mit dem M2 aus, ne? Warum nicht? Warum nicht? Gucken wir uns das Ding mal an. Dieses britische Papierding der 30er Jahre. Sieht man einfach schon in der Bauweise. Oh, in der Bauweise einfach alles. Naja, gerade und vielleicht gerade mal so gegen MG-Treffer geschützt und nicht gegen nichts anderes. Aber nun gut. Was willst du machen? Was willst du machen? Kannst nicht alles haben, ne? Der Panzer war ja auch bis zum Beginn des Krieges nur eine Infanterie-Unterstützungswaffe. Die hat ja keiner ernst genommen, die Dinger. Einfach weil die ja im Ersten Weltkrieg Müll waren. Die waren ja absoluter Müll. Deswegen hat die keiner ernst genommen. Bis sie dann wirklich in Massen eingesetzt, wirklich was gebracht haben. Hat ja keiner mit gerechnet. War ja einfach so. Und heute spielen wir sowas wie World of Tanks und gucken und schauen, wie reine Panzerschlachten waren.
die natürlich selten waren. Eine der größten Panzerschlachten war ja die Schlacht bei... Oh Gott. Im Kursker Bogen war das, glaube ich. Wo wirklich viele Panzer gekämpft haben. Und es lag auch einfach daran, dass die Russen verstärkt irgendwann auf Panzer gesetzt haben. Deswegen, naja. So. Go, go, go. Na. Mein Ladeschütze, ey. Schnarch. Oh Mann, das wird furchtbar. Das wird ganz furchtbar. Ach man, oh. Ich habe getroffen. Faszinierend. Faszinierend. Den hätte ich auch gerade schießen können. Verdammt. So. Ah, schade. Ja, ist mir gerade egal, was da von der Seite kommt. Ich ignoriere das einfach mal. Ich musste da gerade auf was anderes schießen. Tut mir leid. Kann wieder feuern? Cool. Ja. Wenn der mir jetzt Heck schießt, bin ich eh hinüber. Hängen wir mal Wäsche ab hier. Ach ja. Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. Ich glaube, die beiden. Ne, drei Gegner, zwei Gegner, wie ich ja gerade sagte. Die beiden. Was ist er? Ach, er ist raus. Ne, ist er nicht. Ich bin verwirrt, er tut nichts. Er ist der Letzte, aber tut nichts. Na oh gut, soll er machen. Mir Wumpe. Er lässt mich ja in Ruhe. Gut, Partie gewonnen, Dankeschön. Wir kriegen Punkte mit unserem M2 und wir haben sogar Gegner vernichtet. Ich finde es großartig, mich freut das. Yeah. Und wir kriegen sogar noch mehr, weil wir ja, weil es der erste Sieg damit war. Großartig. Richtschütze, treffen Sie Gegnerfahrzeuge 10. Entschuldigung, aber das funktioniert ja auch nur, weil ich ja diesen Mehrfachschuss habe bei den Dingern. Das ist natürlich nett. Das ist natürlich sehr nett. Damit kann man ja was anfangen. Haha. Das gab also auch nochmal XP. Dankeschön. Aufgeklärtes Ziel getroffen. Kritischer Treffer. Feind beschädigt. Nice. Ich habe zwar nur 64 Schaden gemacht, aber macht nichts. Er ist halt nicht so großartig, ne? Aber das bedeutet, ich glaube, damit können wir uns den nächsten britischen Panzer zulegen. Nein, wir können den. Ah, nicht die Absiaten. Wir können den M2 aufwerten zum M2A1. Was hat er dann eigentlich? Er hat ein Browning MG Kaliber. Ein 50 Cal ist das. Oh Gott, ist das furchtbar. Nun gut. Jo. Jo. Die Kohle haben wir. Können wir das auch schon leisten?
Warte mal, gehe ich über den falschen? Stuart, Grant, nein. Gut. So, den M2. Oh ja, eine 3,7 mm Kanone. Das hat immerhin etwas. Damit kann man ja schon was kaputt machen. Den kann ich mir noch nicht leisten. Schade. Wie viel fehlt mir denn dazu noch? 1066. Aber er hat mir gefallen, würde ich sagen. Und wir fahren mit einem gepimpten M2 mal wieder raus, oder? M2 oder Panzer 4? M2 oder Panzer 4? Ich kann mich nicht entscheiden. Und da ich mich nicht entscheiden kann, ob ich den M2 oder Panzer 4 nehme, nehme ich den Panzer 3. Oh Mann. Ist jetzt die dritte Folge, die ich heute hintereinander aufnehme, aber das ist auch okay. Weil ich will ja für jeden Panzer auch versuchen, alle einmal zu gewinnen und den doppelten XP-Bonus mitnehmen. Wäre natürlich klasse, wenn das funktionieren würde. So, deswegen nehmen wir einfach jetzt einfach den Panzer 3. Völlig egal. Interessiert mich jetzt nicht. Gibt Schlimmeres. Außerdem mag ich den Panzer 3. Es war ja auch mal einer meiner. Das war dann auch der erste Panzer, den ich auch vom Aussehen her mag. Also vom Aussehen her muss ich sagen, ich mag ich vor allem den Sherman und den Panzer 4. Der Panzer 3 ähnelt dem Panzer 4 natürlich. Deswegen mag ich auch den schon. Aber wie gesagt, Sherman und Panzer 4. Die anderen, weiß nicht. Tiger sagen ja viele, aber der ist schon so ein bisschen hässlich. Muss man ja leider sagen. Der Tiger ist schon ziemlich hässlich. Auch den Panther finde ich nicht gut. Sturmgeschütz finde ich auch noch geil. Deswegen. Aber mal schauen. Das hat ja auch alles so mit meinem anderen Hobby noch zu tun. Was wo noch auch noch ein bisschen was kommen wird demnächst. Und hier freue ich mich drauf. Und. Ah, geil. Da könnt ihr euch auch noch auf Sachen freuen, die da kommen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist ein Genuss, wie schnell die hier nach, die jetzt nachladen wieder. Im Gegensatz zu eben dem M2, das war ja wirklich. Ho, ho, ho. Da ging ja nicht viel. Aber der muss ja da gleich hochkommen. Hoffe ich. Muss da ja gleich raus aus der Senke. Was? Ein Treffer? Was hat mich denn da erwischt? Ein M4? Alter Schwede. Nun gut. Schade. Da habe ich ja nicht viel erreichen können jetzt. Na gut. Ach, dann geht noch ein Gefecht mit dem Panzer, mit dem M2. So, hab ich mich jetzt entscheiden können. Mann, 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 war das ärgerlich jetzt. Das ging mir zu schnell. Das ging mir echt zu schnell. Das ist nicht schön. Komisch. Ganz merkwürdig. Aber gut. Muss ich mit leben. Di. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Du. Bergpass. Oh.
Weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht. Ist immer so eine Sache. Finde ich. Einige Maps kann ich gut, andere kann ich eher so gar nicht. Ich kann euch auch nicht sagen, welche Maps ich jetzt gut kann, einfach weil ich den Namen nicht kenne. Ich merke es mir einfach nicht. Dafür bin ich echt, also das ist mir zu doof, mir das zu merken. Aber einfach, wenn jetzt noch Infanterie dabei wäre, dann würden die MGs da dran auch mal Sinn machen. Das finde ich so geil. Aber da müsste man auch die Besatzungsmitglieder mal hier machen. Wie gesagt, das finde ich echt ärgerlich, dass die Besatzungsmitglieder in einigen nicht da sind. Okay, bei so einem Panzer finde ich das völlig in Ordnung. Aber die haben ja nicht rausgeschaut. Im Gefecht. Sie haben vor dem Gefecht rausgeschaut und danach nicht. Und währenddessen nicht. Außer die Russen am Anfang, die sich noch über Fahnensignale. Also die da auch über Fahnensignale kommuniziert haben. Das finde ich auch immer wieder interessant. Puh. Sag mal, geht das noch mit dir hier, Kollege Schnürschuh? Och, fangen wir mal hier aus. Ah! Ja, soll er. Da oben ist er, ich weiß das, aber ich sehe ihn nicht. Ah, verdammt. Verdammt, aber es ist mir immerhin gelungen, einen gegnerischen Panzer wieder auszuschalten. Das ist doch schön. Das ist doch, damit, mit dem Erlebnis können wir doch aus der Partie rausgehen, würde ich sagen. Und auch die heutige Folge beenden. Also, ab in die Garage. Dann, ich will mich ja nicht vor einem schwarzen Bildschirm von euch verabschieden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.